Ja, willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 2, der Hellfire GOG-Version. Also ja, wir sind in der zweiten Staffel. Haben vor kurzem erst mit dem Wonk angefangen. Und haben schon gemerkt, dass er um einiges schwieriger ist, als es zum Beispiel der Rogue in unserem ersten Durchspiel. Allein schon, weil Fernkämpfer ein Problem sein können. Und zu wartet sein. Ah, Gold. Ja, wir haben halt noch kein Book of Healing gefunden, um unser Healing zu lernen. Besser gesagt. Dafür haben wir uns mit den ersten beiden Level geprügelt. Und kriegen langsam etwas Gold rein. Ja, als Monk speichere ich sicherheitshalber öfter. So, wir haben schon mal den Weg nach Ebene 4 gefunden. Oh, hi. Na komm her, ich weiß, dass du da bist. Für mehr Damage, für keine schlechte Idee. Oh, da ist wieder ein Boss. So, das kann auch ein bisschen super jetzt mittlerweile. Seite ist aber auf jeden Fall noch was. Eine Mana Potion bringt es nicht so viel. Und ja, den Krypta-Eingang haben wir auch noch nicht gefunden bis jetzt. Ja, ist irgendwie schade, dass es der Barbar, sage ich jetzt mal, oder was, Berserker, als vorbei wirklich in Diablo 1 reingeschafft hat. Also in Hellfire. Es gibt die zwar so als halbfertige Klasse, die man durch Veränderungen von Game-Daten freischalten könnte, aber er funktioniert nicht richtig. Oh, was ist das? Problem. Okay, zu viel Gegner. War zu viel Bullshit.
Alle verhauen, das ist einfach. So, es liegt sehr viel Gold auf dem Boden rum. Du bist auch immer noch am Leben. Cannot carry anymore. Spike Club. Hattest du raus? Spike Club rein. So, der Hunter's Bow ist egal. Mana Potion. So, noch ein Hunter's Bow, der uns nichts bringt. Das ist ein Kleinviech. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier oben ist es weiträumiger. Das heißt, wir gucken uns erstmal hier unten fertig um. Gehen zurück in die Stadt, werden das ganze Zeug los. Hi. Können wir irgendwo verstauen? Die Wand sieht ein bisschen komisch aus, aber das war's auch schon. Small Shield. Brauchst du noch Feeling? Den nehmen wir gerne. Den können wir noch ins Inventar packen, den Spike Club. Ah, oh, das hier sieht ein bisschen... Wow, arg komisch von hier aus. Hier ist allerdings nichts. Und hier ist auch nichts gut. Das heißt, den Teil des Dungeons haben wir. Good day. How may I serve you? Master, I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monstrosities that inhabit the labyrinth, and this is something that I cannot understand for the very life of me. I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small, demon-like creatures in the inn yard. After a short time, they ran off, but not before stealing the sign to my inn.
I don't know why the demons would steal my sign, but leave my family in peace. Tis strange, no? Ja, wir haben eine neue Quest, nämlich Ogden's Sign, also sein Tavernenschild ist weg. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Und hat irgendjemand was dazu zu sagen? What can I do for you? Ja. Demons stole Ogden's Sign, you say? That doesn't sound much like the atrocities I've heard of or seen. Demons are concerned with ripping out your heart, not your signpost. Ja, Gwisswald meint, dass das für Dämonen untypisch wäre. Hello, my friend. Stay a while Herzen and listen. Herzen und nicht Tavernenschilder. I see that this strange behavior puzzles you as well. I would surmise that since many demons fear the light of the sun and believe that it holds great power, it may be that the rising sun depicted on the sign you speak of has led them to believe that it too holds some arcane powers. Perhaps they are not all as smart as we had feared. Ja, Kane hat eine tolle Theorie, nämlich dass Dämonen eigentlich die Sonne verabscheuen. Und weil Ogden ja eine aufsteigende Sonne, also seine Taverne heißt Rising Sun, eine solche Sonne auf seinem Tavernenschild hat, dass die Bewohner denken, dass das Ding magisch wäre. Hello, my friend. Gut. Stay a while and listen. Das mal identifizieren. Well, what can I do for you? Dann verkaufen. Ja, den können wir verkaufen. Schwert, klapp, klapp. Hast du was Tolles für uns? Buckler, Bow, Buckler, Dagger, Shield. Ring, den wir uns gerade so leisten können. Deadly Blade, Topaz Helm. Schild und Sword of the Sky. Basic dürftest du ja nichts Besonderes Neues haben. Kompositstab. Der Stab hier macht nichts Besonderes. Well, what can I do for you? Na komm, da wir nicht so schnell einen besseren Stab finden, kaufen wir mal den Kompositstab. Lassen den Firebolt-Stab mal hier rumliegen. Dass wir mehr Platz im Inventory haben, weil wir zu viel Stäbe haben, wir sind ja eigentlich kein Magier. Wow, what can I do for you? Naja, plus 2 zu 1 Attributen ist halt praktisch. Mal gucken, was hat er irgendwie zum Thema Schild zu sagen. I sense a soul in search of answers. Also erst einmal Mana Potions verkaufen. No mortal can truly understand the mind of the demon. Never let their erratic actions confuse you, as that too may be their plan. Okay, jetzt. Edia vermutet, dass die Dämonen mich einfach verwirren wollen. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Was meint Pepe dazu? What ails you, my friend? Also erst einmal natürlich Healing Potions kaufen. So ein paar mehr.
My goodness, demons running about the village at night, pillaging our homes, is nothing sacred? I hope that Ogden and Garda are all right. I suppose that they would come to see me if they were hurt. Okay, Pepet ist wirklich ein Heiler durch und durch. Der macht sich nämlich nur Ogden und Gillian Sorgen, dass die verletzt sein könnten. Can a fellow drink in peace? You know what I think? Somebody took that sign. They're gonna want lots of money for it. If I was Ogden, well, I'm not, but if I was, I'd just buy a new sign with some pretty drawing on it. Maybe a nice mug of ale. Ooh, or a piece of cheese. Also lieber Fahn meint, dass jemand das Schild geklaut hat, um von Ogden Geld zu erpressen. Dass Ogden einfach ein neues Schild kaufen soll. Good mit day. Käse drauf. How may I serve you? Oh my, is that where the sign went? My grandmother and I must have slept right through the whole thing. Thank the light that those monsters didn't attack the inn. Gut, Gillian hat den Diebstahl einfach verschlafen und sie gefragt, wo das Ding hin verschwunden ist. Was weint unser lieber Wirt zu der ganzen Sache? Wahrscheinlich auch nichts Vernünftiges. Psst, over here! What? Is he saying I took that? I suppose that Griswold is on his side too. Look, I got over simple sign stealing months ago. You can't turn a profit on a piece of wood. Ah, Wirt denkt, man beschuldigt ihn und streitet es ab, weil er meint, dass ein Stück Holz keinen Profit bringen würde. Ach ja, der gute Wirt. Gut in Anführungszeichen. Gut. Wir sind wieder hier unten. Haben ein halbleeres Inventar. Wie viele Charges hat der Stab noch? 9, das ist mehr als genug. Oh, hi. Tschüss, du. War schön, dich die 5 Sekunden, die du gelebt hast, gekannt zu haben. Ah, da geht's zu King Leo X2. Also zu seinem Grab. Da kommt her. Ja, oh, man merkt, der neue Stab macht sich bezahlt. Au. In die Ghoulfaust reinzurennen ist trotzdem ungesund. Die Köpfe verlieren können, wenn ich sie mit dem Stab schlage. Da muss ich sie ziemlich gut mit dem Stab schlagen, dass sie ihre Köpfe einfach so verlieren. Ohoho. Einiges langsamer. Weil das einfach keine Waffe ist, die
uns ausgelegt ist. Hi. Skycap. So wie 4 Armor bringt mir nichts. Stärke für mehr Damage. So, mal sehen, was machst du. You feel strong. 2 Stärkepunkte. Ja, das damit kann ich leben.